neuen Folge Danken zockt. Heute spielen wir Roblox und das hier ist das Spiel Mining Simulator. Und es ist jetzt komisch, weil ich jetzt das eigentlich schon so lange spiele. Ich wollte einfach eigentlich nur den Mond zeigen, weil ich habe hier über 700.000 Blöcke. Und deswegen bin ich auch schon hier. Ich habe hier diese, keine Ahnung wie die heißt, so eine Waffe halt. Und ja, das ist halt der Mond. Ich denke, das Spiel sollte jeder kennen, der Roblox spielt. weil es ist halt eigentlich auch sehr populär. Jetzt sind wir gerade, also hier oben könnt ihr sehen, wie tief wir sind. Also wie viele Blöcke wir tief sind. Und ich mache ein eigenes Loch. Denn ich finde das ultra nervig, wenn andere Leute in dem Loch auch drin sind. Das ist so nervig. Ich hasse das. Und es gab ja auch ein Update mit den Hüten. Wieso habe ich die eigentlich nicht auf? Doch, die werden hier angezeigt, aber die habe ich nicht auf. Hier habe ich auf jeden Fall, das kann ich eigentlich verkaufen, aber mache ich nicht. Das habe ich doch gekriegt, warum wird das da nicht angezeigt? Ach, keine Ahnung, was hier schon wieder immer komisch ist. Hier sind auch zwei Freunde von mir auf diesem Server drauf. Und man kann noch sehen, wie viele Leben quasi dieser Stein hat. Das ist hier diese Anzahl da. Ich meine, also diese Waffen machen halt immer mehr Schaden. Und ich habe einen Rucksack, der eine Kapazität von 25.000 hat. Und das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Ich sollte auf jeden Fall gleich mal schauen gehen, wie viel eigentlich die nächste Waffe kostet. Weil ich weiß es gar nicht. Hier ist der Shop. Kann man hier jetzt Hüte kaufen, also diese Kisten. Dann wird Zufall halt, was man kriegt. Hier sind Eier. Da schlüpfen dann Tiere und die haben besondere Fähigkeiten. Hier normale Kisten, das sind dann die Lackierungen für die Rucksäcke und Tools. Und das hier ist mein nächstes Tool, das ist Jackhammer. Das kostet 610.000. Es hat Mining Power 75 und meins hat 45. Ich sehe das voll schlecht, weil das Mikrofon im Weg steht. Egal, geben wir... Ja, jetzt hätte ich auch verkaufen können. Ist ja auch egal. Es dauert immer voll lange, bis ich diese, das voll habe. Ah ja, hier gibt es auch noch diese, speziellen Sachen. Die sind dann auch noch mehr wert. Wie zum Beispiel diese Pfahls. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hier haben wir noch, die Rohn, aber wie spricht man... Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich habe absolut keinen Plan. Ich glaube, ab 67 Blöcken kommt eine neue Schicht von der Erde. Was könnte ich euch eigentlich noch zeigen? Ja, eigentlich... Ja, hier kann man... Ja, jetzt war ich hier irgendwie ein bisschen stuck mit der Kamera. Hier kann man noch mit den Spielern so einen Tausch machen. Aber mache ich eigentlich nicht so oft. Und hier ist das Inventar und hier so ein Rebirth. Da braucht man 10 Millionen Münzen. Dann ist aber die Steine oder halt der Sand mehr wert. Also ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. Weil dann ist nämlich auch der Spielstand komplett weg. Also das, was man alles geschafft hat. Dann kann ich euch gleich auch noch die normale Welt zeigen. Denn da gibt es auch so eine Liste mit diesen Top-Typen, die meisten Rebirths haben und sowas. Die meisten Blöcke abgebaut haben. Aber das ist cool gemacht, weil da wird nämlich angezeigt, wie diese Spieler, die an den Tag online waren, nur diese Spieler werden dann auch notiert. Und dann steht da auch, wann diese Liste wieder neu gemacht wird. Das ist voll cool.
Hier gibt es noch dieses Hämatit, keine Ahnung was das ist. Ah ja, was ich auch noch ganz vergessen habe. Hier steht, wie viel das wert ist. Wenn ich das jetzt verkaufen würde, würde ich 1450 Coins bekommen. Hier ist noch Quarz. Noch ein paar... Oh, keine Ahnung, wie ich das... Weiß ich nicht, was das eigentlich sein soll. Dann gibt es hier noch Eis. Ich habe beim ersten Mal gar nicht verstanden, warum hier Eis ist, aber ist ja klar. Hier ist ja, hier auf dem Mond ist es ja so kalt. Aber da ist doch gar kein Wasser. Gefrieren da also ganze Steine oder was? Jetzt kann ich euch aber mal ganz kurz die normale Welt zeigen. So, hier ist nämlich auch, ja, da steht es ja so über. Aber das, hier zum Beispiel, hier steht ja, Amateurminer, Avidminer, Superminer und bla bla bla. Und dann hier, wie viele Blöcke man abgebaut haben muss, damit man diese Schrift hier bekommt. Hä? 24/7miner. Das ist neu, das weiß ich. Bestimmt ist es neu. Hier steht halt, wie viele Blöcke man abgebaut hat. Das ist bei mir nicht schlecht. 759.000 Blöcke und 81. Hier kann man auch noch eine private Insel kaufen. Das hat eh niemand, das weiß ich. Wäre schön gewesen, aber... Hier ist die Liste, wer die meisten Rebirths hat. Gott, der erste hat 1140 Rebirths. Oh Gott. Dann hier die Top Miners, wie viele Blöcke die abgebaut haben. Wie viele Stellen hat das hier? Neun Stellen. Vielleicht geht es auch noch weiter nach hinten, weil das sieht man jetzt hier ja gar nicht, aber es könnte ja schon sein. Und hier ist die Miners of the Day, wie viele Blöcke die gehabt haben. Achso. Ich war jetzt schon wieder ein bisschen verwirrt. Egal, jetzt kann ich eigentlich wieder zurückgehen. Hier sehen diese Pflanzen auch so verrückt aus. Die sehen wirklich sehr verrückt aus. So, aber dann graben wir jetzt erstmal weiter nach unten. Das ist nervig. Oh nein, jetzt hat es auch noch Collapse. Also, wenn es Collapse, dann ist es halt, damit alles wieder regeneriert. Alter, was haben denn die für ein... Warte mal, wie heißt der denn? Der hat keine 1 Million Blöcke abgebaut. Und der hat schon so ein Ding. Also, da muss ich das wahrscheinlich mit Robux gekauft haben. Ja, stimmt, man kann sich ja auch noch die Sachen mit Robux kaufen. Aber ich würde schon... Naja, für 25 RS 400 Münzen ist schon sehr viel. Vor allem für 5000 RS 100.000 Münzen, das ist voll teuer. Dann gibt es hier noch diese Game Passes. Dann kann man hier, dass es halt mehr wert ist. Dass hier unendlich Platz im Inventar ist. Achso, das ist prima. Private Insel. Das meiste Zeug weiß ich selber nicht, was es überhaupt ist. So, hier ist schon ein kleines Loch. Aber damit würde ich sagen, war es von dieser Folge Roblox Mining Simulator. Wenn ihr mehr wollt, like und abonnieren. Nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.